Was macht die Pfeife, wenn sie dich sieht? Ja, mich verfolgen und zerprügeln. Das ist die Nachtschicht. Die verprügelt Schüler in der Nacht. Weil wir dürfen ja hier nicht sein in der Nacht. Und ja. Hi. Hi. Das ist jetzt keine gute Idee, hier reinzugehen. So, warte mal ganz kurz. So, danke schön. Lass mich mal vorbei hier. Tschüss. Oh, Geisterstunde haben wir auch wieder. Ja, genau. Nani, was willst du denn jetzt? Alter, was macht Klinge denn jetzt wieder hier? Was ist denn das? Warum hat sich das jetzt wieder resettet? Boah, dieses Spiel ist so für'n Arsch. Oh mein Gott. Es macht Spaß und ist gut. Aber man merkt ihm. Oh, fick dich. Nee, ich mach den Kampf sicher nicht nochmal. Lul. Oh, das Spiel ist so kryptisch und alt. Man merkt ihm das Alter so an, weil so viele blöde Sachen einfach war. Pfui! Oh Gott. Das ist ja furchtbar alles. Es macht zwar Spaß, aber es ist furchtbar. Ich Let's Plays danach wirklich nie wieder. Alter Falter. So. Ach, bumst dich doch mit deinem Scheiß da jetzt. Lass dir Zeit. Drei Briemen, yo, alles easy. Warte, vielleicht sieht er uns ja nicht. Oh, er sieht uns halt wirklich nicht. Lol. Hallo? Geiler Arsch. Jetzt geh. Du Arsch. Sehr schön. Ja, genau. Immer schön die Tür schließen. Das war alles sexuell an. Ja, ich glaube auch. Ja. Jetzt ist der immer noch vor der Tür. Jetzt. Sehr schön. Ja, ich glaube auch, dass es Grudon ist. Grudon die Pfeife, ey. Was sind jetzt noch? Hä? Was ist denn jetzt noch? Das ist doch nicht dein Ernst. Renn! Lauf um dein Leben! Nonni! Da hat er mich einfach verarscht! Da hat er mich einfach reingelegt! Die Sau! Nee! Nee! Scheiße.
Noch ein Schlag und wir sind hinüber. Bitte geh. Geh einfach. Welche Richtung? Ah! Oh mein Gott. Da müssen wir durch. Er geht hoch. Okay, das warten wir noch ab. Das warten wir noch ab. Wir gehen jetzt hier rein. Uff, ey, uff. Oh, blablabla. Er ist weg. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Wo ist er hin? Da vorne steht er. Da vorne. Okay, gut. Weil die Sau portet sich manchmal sogar auch noch. Ei, ei, ei. Jetzt aber erstmal einen schönen Snack. Und Hallöchen, Vikon. Hi. Na, wie geht's? Habt ihr schon gesehen? So, ja, komm noch ein. Und dann gibt's jetzt erstmal eine geile Currybox. Geil. Gleich mal benutzen. Benutzt. Schon besser. Jetzt haben wir aber wirklich den Riemen, ne? Den wir jetzt da reinstecken können. So. Zack und zack und zack. Mhm. 그건 그 아이의 목소리로군. 자넨 누구지? 왜 이 시간에 학교에 있나? 왜 ist denn das jetzt? Wo kommt der denn jetzt her? Was ist denn das? Was, du bist gerade am Duschen? Hä? Wie, du bist gerade am Duschen? Was? Wie kannst du mir da währenddessen was? Was? Oh mein Gott. Bin ich etwa mit dir in der Dusche? Boah, geil. Ist ja richtig geil. Überall feucht. Was? Bin gerade duschen und so, ja. Mir geht's soweit auch ganz gut. Ja. Ne? Kann nicht klagen, sonst würde ich ja nicht streamen. Und denk an. Okay. Wie lange stehen Sie schon da? Wer sind Sie? 난 당직 선생이야. What? 왜 학교에 왔는지는 모르겠지만 나가는 열쇠를 주마. What? 이걸 써라. Der Penner hatte die Schlüsselkarte. 밤에 학교는 위험해. 밤은 망령들이 눈을 뜨는 시간이니까. Warum habe ich das Gefühl, dass er nicht echt ist? Warum gehen wir dann nicht zusammen? Lol. Ja, Nun, 나와 같은 실수를 하지 않길 바랄 뿐이야. Aha. 더 늦기 전에 여기서 도망쳐라. 너도 이 학교에 영원히 갇힐 수 있어. Wie ich. Ja, es ist 100% ein Geist. Jetzt geht er nämlich durch die Tür. Zack. Ach so, nee, doch nicht. Lul. Okay, wir haben die blaue Schlüsselkarte. Ich wette trotzdem, dass er ein Geist ist. Ich glaube nicht, dass er echt ist, oder? Das ergibt keinen Sinn. Hey, das Spiel hat gespeichert. Willst du mich verarschen? Lol. Und warum haben wir jetzt die Kassette angehört? Damit wir den Lehrer rufen? Ich verstehe es nicht. Okay. Gut. Seven Days. Oh, cool. Moment, 7 Days. Ich kenne das.
Sag mir was. Gibt es da jetzt nicht zwei verschiedene? Seven Days to Die gibt's ja? Meinst du vielleicht das? Und gab es da nicht noch eins, das so hieß? Gab es da nicht ein Indie-Game, das Seven Days hieß? Oder bin ich doof? Also einfach nur Seven Days, meine ich? Nee, finde ich gerade nicht. Doch! Doch, gibt es! Doch, ja, genau! Ha, also doch, klar, genau, das habe ich nämlich damals gespielt gehabt. Das habe ich damals, ganz viel damals, Let's Play gehabt, einer meiner ersten Horror-Games. Ja, das Indie-Horror-Pixel-Horror-Game Seven Days. Ja, lol. Gut, um welches Game handelt es sich jetzt in dem Fall bei dir? Seven Days oder Seven Days to Die? Ah ja, okay, Seven Days to Die. Alles klar. Ja, cool, cool. Ja, daran dachte ich auch gerade, Liara. What the fuck? Ich wollte gerade sogar sowieso anhängen. Ja, böse Sachen. So. Ja, jetzt haben wir die blaue Schlüsselkarte. Lul. Das Spiel hat eh gerade gespeichert. Das heißt, jetzt kommen wir endlich weiter. Meine Fresse. So, auf geht's. Zackeli-zack. Das war ich nicht. Wirklich. Beweise es mir. Ach, guck. Ach, guck. Da ist nämlich auch ein Bild. Da ist das. Und da ist vielleicht das Dokument, was wir brauchen. Die Weltzeitzonen. Ja, da ist es ja. Über die Weltzeit. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Meridian von Greenwich in Großbritannien während der internationalen Washington Meridian-Konferenz als sogenannter Null-Meridian festgelegt. Mit diesem Greenwich-Meridian als Grundlage wurde in 15 Grad Abständen und je nach Richtung, östlich oder westlich, eine Stunde addiert oder abgezogen. Infolge dieser Konferenz begann die ganze Welt, die Greenwich-Meantime als Standard zu verwenden und die lokalen Zeitdifferenzen folgendermaßen festzulegen. Lokalzeiten für jede Stadt, Greenwich ist 0, Washington minus 3, Moskau plus 3, Beijing, also Peking, plus 8. Wenn es also in Greenwich 2 Uhr morgens ist, ist es in Washington 23 Uhr und in Beijing 10 Uhr. Ja, da haben wir das letzte Rätselelement, was wir hierfür dann benötigen. Machen wir auch gleich. Mensch, jetzt kommen wir endlich weiter, siehst du mal. Wegen diesem blöden Musikgeist, den Geist im Musikraum, stockte alles. Jetzt kommen wir endlich weiter. Meine Fresse. Cool, nochmal ein Verbandskasten, das ist auch sehr praktisch. Es lag also wirklich an dem Geist. Okay. So. Gut, hier haben wir irgendwas mit Gewichte. Ich weiß aber nicht. Ach so. Ah ja. Mhm. Irgendetwas ist heruntergefallen. Lol, was ist das? Eine Geistergeschichte. Ja, moin. Das Kind in der Ecke. Suhi hatte sich schon immer vor Käfern gefürchtet. Am allermeisten ekelte sie sich jedoch vor Spinnen. Ihre Schule, die Y High School, war ein altes Gebäude am Fuße eines Berges. Also war es nur natürlich, dass dort auch viele Käfer und Spinnen lebten. Dieser Umstand stresste sie nicht wenig. Daher war sie froh, als sie endlich in die 12. Klasse kam. Im Gegensatz zu den beiden Jahren davor befanden sich ihre Klassenzimmer im Neubau. Da dieser neu war, erwartete sie, dass er auch käferfrei war und sie ohne Sorgen am Unterricht teilnehmen konnte. Am ersten Tag traf sie ein seltsames Mädchen in ihrer Klasse. Das Mädchen machte sie nervös, da ihre langen Haare beinahe ihr ganzes Gesicht verdeckten. Suhi konnte sich nicht erinnern, sie je gesehen zu haben. In der Tat kam sie ihr so fremd vor, dass sie sich nicht sicher war, ob das Mädchen überhaupt hier zur Schule ging. Sie saß stets in der Ecke, fernab von den anderen und bewegte sich kaum. Selbst während der Pause würde sie nicht aufstehen. Aus irgendeinem Grund fühlte sich Suhi von ihr gestört. An einem heißen Sommertag fiel es Suhi schwer, sich zu konzentrieren, und so warf sie dem Mädchen einen Blick zu. Was sie sah, schockierte sie. Das Mädchen kaute auf einer Motte herum. Suhi war so verstört, dass sie gleich noch einmal zu dem Mädchen herüberblickte, doch diesmal sah sie nichts Ungewöhnliches. Suhi vermutete, dass sie es sich nur eingebildet haben musste. Doch dann grinste das Mädchen Suhi wissend an.
Es gruselte sie so sehr, dass sie Angst vor ihm bekam. Danach kam das seltsame Mädchen nicht mehr zur Schule. Suhi war verstört aufgrund ihres plötzlichen Verschwindens, doch mit der Zeit vergaß sie das Mädchen. Eines Tages merkte Suhi auf ihrem Heimweg, dass sie etwas vergessen hatte, also kehrte sie um. Die noch vor kurzem so geschäftige Schule war nun totenstill. Suhi betrat das Klassenzimmer und schaltete das Licht an. Ganz wie erwartet sah sie nichts außer einem leeren Klassenzimmer. Suhi ging zu ihrem Schreibtisch, um das zu holen, was sie vergessen hatte. Plötzlich bemerkte sie aus dem Augenwinkel etwas Schwarzes an der Rückwand des Klassenzimmers. Suhi kniff die Augen zusammen, um das, was dorthin, genauer zu betrachten. Als sie begriff, was sie sah, erstarrte sie vor Schreck. Langsam folgten ihre Augen dem Mob aus schwarzen Haaren zu dem Körper des gruseligen Mädchens, das verschwunden war. Das Mädchen hing an der Decke, ihre Arme und Beine in seltsamen Winkeln verdreht. Sie sah aus wie eine Spinne, die auf ihre Beute wartete. Als es Suhi erblickte, krabbelte das Spinnenmädchen geschwind auf die erstarrte Schülerin zu. Die langen Haare schossen Spinnenweben direkt auf Suhi herab und zogen sie zur Decke herauf. Die Lampen flackerten zweimal und gingen dann aus. Ein langer, vor Angst erfüllter Schrei schallte durch die leeren Gänge, bis er plötzlich aufhörte. Niemand sollte Suhi je wiedersehen. Von der Spinne, die immer in der Ecke der Klasse gehangen hatte, war auch nichts mehr zu sehen. Yay, jetzt wissen wir endlich die Geschichte von dem Mädchen, das immer an der Decke hing. Genau, die Story zur Klinge. Jetzt wissen wir Bescheid. Oh, geil. Schöne Geschichte. Ich hoffe, ich konnte sie wenigstens irgendwie gut vorlesen. Ich hatte jetzt ein paar Stocker. Naja, cool. Wissen wir das auch? Geil. Schön auch mit der Spinne hier, dass das da so verbunden ist. Voll die coole Idee gewesen. Schöne Geschichte. Ich mag die Geistergeschichten. Die sind wirklich gut geschrieben hier. Die sind echt geil. Kann man echt mit voll gut irgendwie, weiß ich nicht, reinversetzen oder so. Also die sind echt super. Genau. Wir haben jetzt noch eine blaue Tür. Oben? Oder warte, wo war die jetzt? Unten. Unten war sie, ne? Weil dann können wir die nämlich aufmachen und haben da direkt einen neuen Fluchtweg tatsächlich. Es passt halt wirklich, weil sie Motten ist. Ja, genau. Wegen Fledermaus, alles klar. Ja, und sie hängt auch kopfüber von der Decke. Ja, passt halt voll, ne? So, jetzt haben wir hier nämlich einen neuen Fluchtweg. Das ist total supi. Supi-dupi. Oh Gott, ich glaube, er ist über uns oder so ein Scheiß. Hier können wir, glaube ich, noch nichts machen. Bin gerade am Überlegen. Wo war noch eine blaue Tür? Der Schalterraum, selbstverständlich. Und dann haben wir auch alle Räume gesehen. Okay, dann gehen wir jetzt zum... Wir machen jetzt das Rätsel mit den Bildern. So, pass auf. Dokumente. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Oh Gott, ey. Weltzeitraum eines Bla. Das erste Land ist eines, in dem ein König einst als Gott verehrt wurde. Dem toten König zu ehren wurden dreieckige Paläste erbaut. Ja, klingt nach Pyramiden. Schon wieder Geisterstunde, wirklich. Gucken wir mal, wo wir das haben. Ach, diesmal habe ich mich nicht erschrocken. Haha. So. Oh ja, chill, 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 dein Life. Oh Gott, ganz ruhig. Oh mein Gott, ich glaube, wir wären jetzt fast gestorben. Ich hätte nicht rennen dürfen. Heiliger Bimbam. Gut, das ist es nicht. So. Da ist noch was. Also das könnte es ja schon sein. Aber ich glaube nicht. Gab es die Pyramiden? Ich weiß es nicht. Ah, weiß nicht. Sachen abfotografiert, dass ich nicht immer aufmachen muss. Okay. Okay, cool. Wieso schreibst du jetzt Hallo? Was zum... Liara, faxst du mir hier gerade gewisse Bilder zu? Was wird das hier gerade? Was? Okay. Ja. Gut.